Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin hier mit meiner Möglichkeit Labor. So. Dann fahre ich jetzt immer auf Position. So, weiter geht's. Ich werde mal gucken, wie sich das dann in den nächsten Monaten bei der Spielbranche wirklich einpendeln wird. Wenn jetzt sowieso erstmal alle nach Epic gehen, weil sie sich da ja mehr von versprechen. Ich als Spieler bin gezwiespaltet, weil bleibt Epic wirklich sein ganzes Leben? Keine Ahnung, weiß man nicht. Steam kann in meinen Augen nicht so schnell pleite gehen, weil Epic nicht Indie-Entwickler unterstützt. Und Indie-Entwickler sind in meinen Augen mit das Wichtigste, was wir haben in der Gaming-Branche. Aber das ist nur meine Meinung. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, weil Indie-Entwickler sind die, die versuchen, Spiele zu machen, die dann besser sind wie von den Großkonzernen. Und meistens ist es so, weil konnte man Ark nicht auch als Indie-Entwickler nehmen und hat schon zwei große Titel und viele andere Hersteller wie Wast und dies und jenes nicht auch und sind heute ziemlich große Entwickler, legen wir einfach mal da hinten, sie sind ziemlich erfolgreich auf Steam geworden. Also ich glaube, Ark hat immer noch 70.000 Spieler, Höchststände am Tag, also die gleichzeitig spielen, Leute, das sind viel, viel mehr Leute. Und was, glaube ich, auch, wenn sie ein großes Update wiederbringen. Also man darf das alles nicht vergessen, es gibt viele, viele andere Entwickler, die es genauso geht, Leute. Ja. Ich glaube nicht, dass Steam jemals Probleme haben wird in der Gaming-Branche, dass sie ihren Beitrag runtersetzen müssen, dass wenn die wirklich 30% für den Entwickler nehmen, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht richtig, aber da will ich mich nicht zu äußern, weil ich das nicht weiß. Sie bieten nur eine Plattform und nehmen 30%, also das ist schon eine harte Ansage. Ich finde sogar so wie Epic 12% zu nehmen viel zu viel, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das müssen alles die Entwickler und dies und jenes ja für sich selbst entscheiden. Ja, da haben wir ja keinen Einfluss als Spieler drauf oder geschweige irgendwas anderes. Ja, und dann muss man ja auch klipp und klar sagen, manche Spiele kommen 6 Monate später dann auf Steam. Ja, wenn ich dann nicht unbedingt möchte, dass Steam, dass ich auf Epic bin, weil mir nicht Epic nervt, sondern einfach diese 1 Million verschiedenen Plattformen. Ja, wenn man überlegt, wenn du heute zocken willst, brauchst du Steam, Uplay, Origin, Blizzard, GOG, GOG in dem Sinne und Epic Store. Xbox Store. Für Forza und Sea of Thieves zum Beispiel. Ja, Leute. Ja, und jetzt überlegt mal, Sony würde auch noch für den PC irgendwas anbieten. Die Plattform dann auch noch. Oh Mann. Muss das denn sein? Also jetzt ohne Scheiß, muss das sein? Also ich als einfacher Computermensch, der hier vorsitzt und ein bisschen Spaß haben will, finde ich Bullshit. Absoluter Bullshit. Ja, aber wir haben das schon bei Netflix, Amazon, Apple gibt es dann auch bald und Disney hat jetzt alle Filme bei Netflix runtergenommen, weil sie jetzt ihren eigenen Player haben und auch Leute.
Jeder will irgendwie was von dem Kuchen abhaben. Und wer so dumm ist, was flackert denn immer mein Spiegel? Und wer so dumm ist und geht wirklich bei und holt sich dann noch den Disney und Amazon und Sky, der hat die Realität zum Leben verloren. Das hat nichts mit Geld oder mit irgendwas anderes zu tun, sondern einfach nur mit der Realität verloren. Weil der spielt ja genau denen das in die Hände. Und die sitzen am Tisch und sagen, guck mal, wie dämlich der ist. Der kauft Netflix, der kauft dies, der kauft das. Wenn die Menschen einfach nur eine Plattform nutzen würden, würden sie alle auf eine Plattform gehen. Ganz einfach. Das ist so dumm. Sie machen es uns erst schmackhaft und dann machen sie es uns kaputt. Das verstehe ich nicht. Das ist so. Nö. Und dass sie dann alle davon ausgehen, dass wir Cloud Gaming kriegen, bis 2022 so und so viele Leute auf Cloud Gaming sind und auf den Konsolen wechseln. Auf den Konsolen wechseln, wenn jetzt diese Preise kommen auf dem PC für die Spiele, ja, dann kann ich es mir gut vorstellen, dass sie auf die Konsolen wechseln. Aber auf dieses Cloud Gaming wird noch lange nicht kommen. Außer wenn 5G wirklich eine Millisekunde Verzögerung anbietet. Auf dem Papier, nicht auf. Nicht in den Tests, das werden wir dann sehen, wenn es weltweit genutzt wird. Aber wenn 5G eine Millisekunde immer gibt, dann könnte Cloud Gaming funktionieren. Und dann haben sie das erreicht, was sie wollen. Ich halte nichts von Cloud Gaming, weil es nichts mehr mir gehört. Gar nichts. Ja. Das müsst ihr euch immer vorhalten, zum Beispiel so wie ich mit meiner Steam-Bibliothek oder auch viele anderen, die dann tausende von Spielen in Steam haben, weil sie auch andere Spieleentwickler unterstützen, ist dann alles futsch. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Nein, danke. Nein. Ich rede hier ja auch jetzt einfach mal PlayStation-Spiele oder Xbox-Spiele an. Überlegt mal, es gibt PlayStation-Spieler, die spielen seit PlayStation 2 oder nehmen wir einfach mal seit 3 konstant auf ihrer PlayStation. Haben zum Beispiel, was weiß ich, 100 Spiele auf PlayStation 3 gekauft und haben jetzt auf der neuen PlayStation auch schon wieder 100 Spiele gekauft. Das bedeutet, 200 Spiele sind dann weg. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ist es dann nicht verarscht gewesen? Das ist nur meine Meinung, Leute. Weil es ist ja mein Eigentum. Wer gibt denn mein Eigentum mir dann wieder? Da müsste man dann die AGB mal lesen, was dann da drin steht. Upsa. Da habe ich mal nach langem mal wieder den falschen Knopf gedrückt. Ihr seid es ja schon nicht mehr anders gewohnt von mir, dass ich zu dumm bin. Hä? Aber da werden wir nur warten können, Leute. Und mehr nicht. Ich glaube, ich muss dann gleich erstmal mein Ding da auffüllen. So, hier haben wir jetzt Weizen drauf gemacht. Da müssten wir es eigentlich düngen. Erste Stufe. Aber das werden wir gleich sehen. So. Muss machen. Ja, wir können auch da lang fahren. Dann fahren wir direkt zum Hof, weil wir müssen ja. Ach so, was ich gucken wollte ist. Wartet mal.
Nein. Okay. Okay. Ich gehe jetzt mal gucken. Brauchen wir eigentlich ein bisschen Assad. Krass, hat ja Kevin. Brauchen ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Wip, 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 wip. Ein bisschen Saatgut. So, holen wir uns ein bisschen Saatgut. Ja, hier vorne sollte eigentlich noch was stehen. Das ist Dünger. Aber hier. Brrr. Geht ja eh nicht viel rein, aber wenn voll, dann voll. Geht das andere noch? Jawohl. Sehr schön. Machen wir einen Deckel zu. Dankeschön. So, dann machen wir es auf andere Gerste. Aber was anderes brauchen wir dann sowieso erstmal nicht, weil wir brauchen ja Stroh. Stroh, 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 Stroh. Viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Träger müssen sie dann auch mal reparieren. Weiß auch gar nicht, ob ich da dann auch Dünger drauf klatschen muss, weil dann kann ich nochmal zurückfahren. Bevor ich jetzt bis dahin gerast bin. Wartet mal. Muss gepflügt werden. Nö. Nö, nö, nö. Gas. Außenansicht. Die Seite. Das können wir dann schon mal runter machen. Anmachen. Und Gas. Wie gesagt, erster Schnitt immer von außen und dann sehen wir weiter. Weizen und Gerste drauf auf den Feldern. Der eigentlich mal Stroh bekommen für die Tiere, ne? Und ich weiß, manche Leute stehen da nicht drauf, dass ich mit solchen Geräten arbeite. Dann guckt woanders. Geht mir nicht auf den Senkel mit euren Kommentaren. Man kann auch mit größeren Maschinen arbeiten. Jeder YouTuber oder jeder, der spielt, entscheidet selbst, was er tut. Wenn das manchen Leuten hier nicht passt, dann auf Wiedersehen. Ich bin nicht auf euch angewiesen, weil ich es einfach mache, weil ich Spaß darauf habe und nicht, weil ich das Geld brauche. Und das müssen viele Kinder gerade heute auf YouTube lernen. Ja, es geht nicht um euch. Weil ich verbiege mich nicht für euch. Nur zu der Info. Nicht so wie andere das machen. Die immer gucken, alles ist gut, aber ich werde mich nicht verbiegen für irgendjemanden. Das habe ich noch nie getan und das werde ich auch nicht tun. So, was mich auf jeden Fall freut, ist, dass das alles super funktioniert. Und dass ich gucken muss, dass wir jetzt das Feld fertig kriegen. Danach müssen wir auf jeden Fall düngen. Und dann sehen wir weiter. Ist richtig rum.
Man kann das echt schlecht sehen, ne? Wenn du Berge drinne hast, den Anreißer, das ist echt dann so ein bisschen. Da muss Giants eigentlich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber wie wollen sie das machen? Das sind halt die Probleme, wo die ja immer von geredet haben, dass man das nicht so richtig machen kann mit dem Festfahren und dies und jenes. Aber ist schon alles okay. Es ist sowieso nur ein Bruchteil der Community, die sowas wollen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, will ich das? Dass ich mich festfahren kann? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil, egal welchen. Ja, reden wir morgen drüber. Ich sag erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.